So. Was haben wir heute? Heute ist die Sonntag und Samstag. Okay. Es ist Samstag, es ist nicht schönstes Wanderwetter, es regnet. Nein, es stippelt ein bisschen. Die Crazy Wanderer sind heute in Stolberg im Harz. Ja. Achim hat eine Tour geplant. Nur 10 Kilometer. Heute machen wir mal ganz langsam. Der mehr, Abend, mehr Kultur. Mehr Kultur. Es geht hoch auf das Stolberger Schloss. Ne? Wir sind drumherum um die Stadt, hoch aufs Schloss und dann wieder zurück. So, so sieht's aus. Ja, Stolberg, kleine Stadt im Harz. Ganz nett. Wie wir heute, nee, gestern gesehen haben, sogar die schönste Stadt Deutschland. Nee, oder wie war das? Deutschland, ja. Deutschland. 2019. Überall haben sie ja Plakate aufgehangen. Vielleicht auch selbst ernannt, keine Ahnung. Ja, kann auch sein. Kann man sich auch selber ausdrucken. Gut. Wie gesagt, wollen wir mal sehen, hoffen, dass das Wetter heute noch ein bisschen besser wird. Nachmittag wird es besser. Nachmittag soll es aufhören zu regnen. Ja, und dann wollen wir mal starten. Ne? So. Bis später dann. So. Unser erstes Highlight hier. Achim hat gesagt, da sind die Engelstreppen, die führen zu den Engeln. Auf jeden Fall geht es hier erstmal hoch. Ja. Können wir wahrscheinlich gleich einen schönen Blick von oben schon mal sehen. Auf das Dörfchen. Oder ist das eine Stadt? Ja, keine Ahnung. Die zeichnen sich als schönstes Dorf. Ja. Die haben es eigentlich als Stadt. Boah. Da kommen wir schon ganz schön außer Atem, ne? Oh. Jo. Das Schlüssel und das Dorf. Ja, an der Himmelsleiter. Ja, war doch die Himmelsleiter. Ja, Himmelsleiter. Nicht Himmelstreppen, Himmelsleiter. Das sind die Himmelstreppen. Wir waren doch letztes Mal auch, wo war das denn gewesen? Die hieß da auch, die hieß, glaube ich, Himmelstreppe, oder? Ja, wir hatten das schon oft. Ja. Ja, gut. Achim. Ja, dann mal los. Wir sind an der Lutherbuche. Mal gucken, kann er zwischendurch? Take Foto? Macht er nicht. Guck mal. So, guckt euch das doch mal an hier. Ein schönen Blick über das Dörfchen Stolberg. Herrlich. Bei schönem Wetter wäre natürlich noch besser, ne? Wenn es jetzt nicht ganz so. Ja. Es wäre dann wahrscheinlich auch alles schön heller und grüner. Naja. Haben die auf der Burg, haben die da eine Begehung, weißt du das? Kommt man da rein oder? Also in den Burg kannst du rein. 8 Euro Eintritt. Letztes Mal vor 3 Jahren, wo wir da waren, wurde renoviert. Jetzt wird immer noch renoviert, aber vielleicht nur außen. Das sieht man außen. Freunde, ein Highlight ist eingetroffen. Ein Komoot-Highlight. Aussichtsbank. Nee, wie heißt das? Aussichtspunkt mit Bank. Gut. Die Aussicht ist gut. Gut, hier ist die Bank. Hier ist die Bank. Die tolle Bank. Tölle Bank. Die Tölle Bank, okay. Vielleicht sprechen wir anders und sagen. Ja. Ja. So, Töllebank am oberen Bandweg, Zickzackweg, unterer Bandweg, Klingelbrunnen, Graben, Rittergasse, Markt. Hier ja. Kann man schnell wieder nach unten, wenn man will, man kann rollen. Hier kann man schön rodeln mit Sicherheit. Ja, gucken. Rollen und rodeln. Im Winter kann man hier bestimmt schön rodeln. Ja, das haben wir ja eben schon gesehen. Jetzt siehst du mal, was an der Kirche gemacht wird. Das ja. Macht. Und die werden... Ja, stimmt. Naja, gut. Auf Klasse. Schön. Gut. Ich würde sagen... Gucken wir uns erstmal den Verein der Bogenschützen an hier, was sie hier aufgebaut haben. Naja. Donald, hier sind deine Freunde. Guck mal. Interessant. Tja. Ja, da ist die Scheibe, dann stellen sie sich hier oben drauf, ne? Ja.
Einmal nah, mittel, fern. Ne? Und dann wird geschossen hier. 10, 20, 30 Meter. Das sind 10 Meter, das sind 25 und das sind vielleicht 50. Nee, 50, das kann nicht sein. Geh doch mal ab. Ach, ich hab jetzt keine Lust. Lauf mal. Nein, komm. Ist auch egal. Gut, dann lass uns mal zur Waldbühne unten runtergehen. Kinder, da war ich jetzt wieder viel zu langsam. Mann, da hast du aber Glück gehabt. Da hat der Achim sich da eben hingelegt gerade. Ja, jetzt verdammt rutschen wir mit den Rittern und Matsch. Komm, geh vor. Ich hab Aufnahme. Vielleicht kann ich den noch mal einfangen. Vielleicht kann ich noch mal einfangen. Ich muss nicht warten, dass das normal passiert heute mehr. Tja, komm, ich setz mich hier hin und du führst was auf, hä? Das ist eigentlich für die Bogenschützen, ne? die sitzen hier oben und schießen dann die Leute unten ab, oder was? Ja. Vorne ist noch ein schönes Café. Obwohl ich sagen muss, ja, in dieser Stadt sind an jeder Ecke ein Café, ne? Also, Gott nicht beim Scheitern. Nee. Kaffee gibt's hier ohne Ende. Der ist Platz. Ah, guck mal. Obere Brandweg, ja, Lutherbuche. Habt ihr jetzt alles gesehen? Ja. So. Na komm. Steig runter. Na, hier ist kein Matsch. Es regnet, die Erde wird nass, oder wie heißt das? Ich muss den Schirm aufspannen, es geht nicht anders. Wasser auf der Linse ist auch richtig scheiße. So, was haben wir denn hier an? Das ist das Hirschdenkmal. Das Hirschdenkmal. Warum heißt das denn Hirschdenkmal? Ups, Sekunde. Weil hier keine Elefanten laufen. Ja, nein, eher. Wie, hier laufen keine Elefanten rum? Jetzt geht's richtig ab, ja. Das ist ja fast wie bei der Eichelburg jetzt. Ja, komm ran. Na, es donnert noch nicht. Ich höre noch, und es blitzt noch nicht. Ach, gut. Die alten Kaiser, ne? Was steht da? Solange die Buche. Buche? Ja, auf Buche, auf dem steht, solange der Hirsch zu Walde geht. Solange. Blüht Stolbergs. Ja, was? Stamm? Oder? Stamm. Slam? Sam? Ja, zu Hause mal vergrößert. Gut. Ja, aber schön gemacht. Ja. Ja, nimm mit, Bares für Rares, verticken wir. Ich würde nur interessieren, ob der Hirsch hohl ist oder. Der ist bestimmt hohl. Der ist nicht Vollbronze ist das nicht. Oder Guss oder keine Ahnung, was das ist. Ja, machen wir. Gut, so. Haben wir's. Tütchen. Wir kommen zum Schloss. Ja, guck mal, da wird auch noch renoviert da oben, siehst du? Aber hier ist auch abgesperrt, Aheim. Ich bin ja mal gespannt. Irgendwo werden wir wohl reinkommen, weil die wollen ja auch Geld haben. Ja, sagen die haben geschlossen, ne? Da hinten sehe ich auch schon wieder an. Oh. Das ist aber ganz schön baufällig. Du, vom Weiten sah das gut aus. Ja. Ja. Du hast auch nicht in die Ecken reingeguckt, siehst du? Was ist hier denn los? Alter. Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Zur Hotelnutzung, Alter. Die wollen ja ein Hotel machen, Schlosshotel. Guckt euch das an. Ich weiß, wie viele Jahre das noch dauert. Und ich war hier das letzte Mal vor 3,5 Jahren. Und das hat auch nicht viel. Ja gut, das ist ja aber auch kein kleines Ding. Also du musst ja auch irgendwelche. Hier, guck mal, könnt ihr sehen hier, die Urkunde. Deutschland schönstes Dorf. Dorf ist es, siehst du? Da steht Dorf und dann. Stadt Stolberg, ja. Da soll einer verstehen, ne? 2500 Einwohner, ich sitze. Okay. Stadtporträt ist ein Video. Ja, erster Block und wir sind stolz. Jep. Alles gut hier. Ah doch, zumindest kommen wir auf den Hof rein. Ja, wir waren ja mal auf dem Immobilienhaus. Und gleich fertig. Da ist ja ein. Ja, da haben wir vielleicht noch auf. Können wir mal gucken. Ja, oh, das sieht aber auch echt. Ja. Guck mal, da haben sie schon, siehst du? Der Bereich ist schon. Und der natürlich auch hier.
Das ist auch. Was sagst du? Das kommt schon wieder durch. Ehrlich. Ehrlich. Da oben. Ich weiß nicht, ob du die Farben siehst. Das ist auch nur einfach überstrichen hier, siehst du das? Ja, die Farbe ist scheiße. Schlechte Farbe. Da muss ich. Jerome, guck dir das mal an hier. Guck, siehst du, wie schlecht die, so sah das vorher aus. Und genau, Jerry, ich glaube, du machst das mal hier. Dann kannst du dir mal zeigen, wie man das richtig macht hier. Oh, ein roter Stern ist da oben, guck mal. Da oben. Ja gut. Hier, wollen wir rein oder was? Okay. Ich mach mal Video erstmal aus und dann. Gucken wir mal, ob wir hier filmen dürfen. Ja, guck mal. Hier dürfen wir filmen sogar. Kein Eintritt. Wir mussten, wir haben was gespendet. Super. Wir müssen gucken hier. Wie sieht es die Aussicht? Super. Ihr Narren da unten, ihr arbeitet für mich. Nur der nur gestanden hier umgedacht. Das stimmt, wahrscheinlich. Ja, schön. Mein Volk. Mein dummes Volk. Was ist die Frage? Was? Das ist echt nicht schlecht, ey. Aber die Frage, was war das denn wohl? War das ein Herzog oder? Weißt du auch nicht, ne? Na, vielleicht kriegen wir es noch raus. Baron, Graf. Graf, da ist er doch schon. Da ist er, guck mal. Graf Botho. Da haben wir ihn. Aber es gibt auch noch hier den Herzog Georg von Sachsen. Haben wir auch hier gehabt. Oder Albrecht von Brandenburg. Ah, da ist er. Der Tümmel. Der Münzer. Thomas Münzer, der war da unten von dem. Von dem Museum unten. Ja, der nicht alle Leute geschissen? Keine Ahnung. Luther. Über eine Fahrstelle. Hat ja hier eh in die Nähe gewohnt, Luther, von daher. Ja. Was war das hier? Protestanten sind das hier, ne? Ja. Aber ganz einfach, weil er geheiratet hat, eine Fahrstelle übernommen und hat geheiratet. Na ja, gut. Oh, das ist ein schöner Schreibtisch hier, hä? So. Die üblichen Sachen, ne? Und hier kannst du schön die Nordstadt sehen und die Oststadt hier, siehst du? Nee, sehe ich nicht. Ach, guck mal da, siehst du? Guck mal, ja. Der hat alles im Blick gehabt hier. Ja. Der hat wahrscheinlich da oben von so einem Turm aus geguckt. Ja. Achim, Achim, mach keinen falschen Fehler hier. Oh, gleich werden wir rausgeschmissen, ich sehe das schon. Ist das Tagebuch vom Grafen? Kontrolliert, ja. Oh, guck mal, hier ist sogar noch Achim. Alte Tapete hier. Also auch früher, die sind auch noch auf die Tapete. Ja, aber die weiß ich auch nicht. Aber so alt ist sie auch nicht, oder? Vielleicht 1900 oder so. Ende des 18. So. So, wo geht's weiter? Hier rechts. Gut. Was haben wir hier? Hier ist der Kirchen, die Schlosskapelle. Oh ja. Schlosskapelle. In Domine Patri ex Filibus Sancti. Amen. Tja. Guck mal, da saß dann die Herrschaft hier oben. Auch kaputt. Muss auch noch renoviert werden. Alter Falter. Ja. Tja, hier fehlen dann noch die
Die hohen Stühle, die die da hatten, ne? Da war wohl eine Bank mal, ne? Ja, genau. Aber dann haben wir ja nichts gesehen. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mussten die da? Ich weiß auch nicht. Ist auch ein bisschen komisch so geplant, ne? Weiß ich auch nicht. Also hier müsst ihr eigentlich... Na, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Guck mal, hier oben ist ja auch noch einer. Ach, auch nichts. So, oh, guck mal oben. Die Fresken haben auch schon bessere Jahre hinter sich. Auch schon ein bisschen ausgeblichen. Was hast du? Picobello wieder hier. Ja. So. Hier kann gleich, rein. gleich. Das sind Leute. Kann ich nicht filmen. Du kannst dich innerhalb von einer Sekunde auf und zu machen. Ja, kann ich. Ja. Können wir ja gleich nochmal reingehen? Gucken. Nein, da sind wir nicht. Ich habe keine helle Hose an. Ich habe keine helle Hose an. Ja, so. Ja, auch noch mittendrin hier. Das ist ja mehr so ein. So ein kleiner Ball oder so, kleiner Ballsaal. Alter, guck dich das an. Alleine, überleg mal, wenn du die alle, die ganzen Bilder, weißt du, wie viel Arbeit das ist, die wieder auf den Stand zu bringen. Hammer. Ja, da haben sie noch gut was zu tun. Hier denn? Ah. Eine kleine Ausstellung. Eine Ausstellung über die Buchen. Ich kann das auch hier gucken. Naja, weiß ich nicht. Hier, guck mal, da hast du unten noch die Holzkohle. Schwarze Gesellen. Ja, das war vor 3,5 Jahren. Harzer. Holzkohle. Ja gut, warum sollen das jetzt auch wechseln hier? Was ist noch ein Videoraum hier? Ja gut, Video müssen wir uns jetzt hier nicht antun, ne? Du, wer das sehen will, soll sich das auf YouTube angucken. Nein, das kann man auch besuchen. Ja, natürlich kann man das hier machen. Richtig. Da haben wir hier noch ein bisschen Glas von früher. Ja, eine große Kelche. Braucht man dann wahrscheinlich auch nicht so oft voll machen. Ja, komm, spiel uns was vor. Es ist verboten. Porzellan haben wir auch hier. Hm? Was haben wir hier denn? Oh, das ist aber ein schöner Raum, hä? Ich will hier aber nicht heiraten. Du möchtest ganz wieder heiraten. Ich will hier aber nicht heiraten. Ja, guck mal, also. Freunde, möchtet ihr hier heiraten, dann, ja. Die stehen dann, der Pastor steht dann hier und die, das Brautpaar hier, ne, ja. Wird der auch angezündet da oben? Dann muss aber nochmal geputzt werden hier. Alter, Alter. Das ist edel da. Ja. Ist schwierig sauber zu machen. Ja. Gut. Ach eben, es regnet, wie kommt's? Etwas. Nichtsdestotrotz, die Tour ist geil. Macht Spaß. Ja. Geht einmal komplett ums Dorf bis zur Burg oder bis zum Schloss. Ehrlich. Ja. So ist das halt. Immer fertig. Freunde, wir kommen zu unserem Fazit. Achim, ich lasse dir natürlich immer den Vortritt. Bitte. Also, das Wetter hat sich ja enorm verbessert. Es regnet fast nicht mehr. Die Runde war toll. Und ich denke, im Sommer ist die 10-mal so gut.
weil es ist wirklich alles grün dann und ne? Einmal komplett rum um Stolberg. Heute war es matschig, im Sommer ist es trocken und grün. Ja, was soll ich dazu sagen? Boah. Mir ist auch gefallen. Haben halt alles gesehen von der Stadt oder dem Dorf oder was ist, ist aber auch eine Anfängerrunde. Es sind nur 10 Kilometer, kann jeder machen, muss sich nicht beeilen oder sonstiges. Nee, ist aber auch nicht schwer. Und Berghof war es auch nicht allzu hoch. Von daher kann das jeder machen. Denke ich auch. Ja. Ich denke, das war die letzte Tour dieses Jahr. Ja, zusammen auf jeden Fall wahrscheinlich. Ne? Ja, ja. Denke ich mal. Weil ich mache dann ja welche in Tschechien. Ja, ja, über Weihnachten. Ja. So ein paar kleine mit meinem Sohn. Und dann geht es vor uns wieder ein neues Jahr los. Ne? Würde ich sagen. Wann genau kann ich auch nicht sagen. Müssen wir mal sehen. Jo, dann müssen wir auch erstmal Silvester überleben. Das stimmt, das stimmt. So, dann wünsche ich euch ein schönes Fest, frohes Fest. Guten Rutsch und wir sehen uns alle nächstes Jahr dann wieder. Bis dann. Tschüss.